Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier beim Rohstoffmonitor. In dieser Ausgabe sprechen wir über den Goldpreis und mein Gast hierzu ist Thorsten Pröttl. Er ist Rohstoffexperte bei der LBBW. Ja, Herr Pröttl, zunächst einmal ganz grundsätzlich die Frage, welchen Trend sehen wir denn momentan beim Goldpreis? Also aus Anlegersicht ist die Sache momentan wenig erfreulich. Wir sehen einen abwärts gerichteten Trend und das eigentlich schon seit über 12 Monaten. Die letzten Monate ging es eigentlich fast während nur abwärts. Im zweiten Halbjahr 2013, nachdem wir im Sommer so einen ziemlich starken Preisverfall gesehen hatten, da hatten wir mal eine Erholung gesehen. Da ging der Preis auch über die 1400-Dollar-Marke. Aber in den letzten Monaten hatten wir unter Schwankungen eigentlich wieder eine Abwärtsentwicklung, sodass man sagen kann, die Malaise aus Anlegersicht ist weiterhin intakt. Positiv kann man auf jeden Fall festhalten ist, dass der Tiefpunkt vom Sommer 2013 bisher nicht unterschritten wurde. Da lag bei 1180 US-Dollar und da sind wir momentan noch ein ganz gutes Stück entfernt. Das heißt, von der Perspektive aus haben wir eine charttechnische Unterstützung in dem Bereich. Was sind Ihrer Einschätzung nach denn die Gründe für diese schwache Entwicklung? Nun, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum der Goldpreis schwach ist. Dazu zählt beispielsweise die schwache Goldnachfrage im bisher wichtigsten Goldkäuferland Indien. Dazu zählt aber auch, dass viele große institutionelle Anleger Gold verkauft haben. Beispielsweise die sogenannten ETCs und ETFs, das sind physisch besicherte Wertpapiere, die hatten massive Mittelrückflüsse gesehen in diesem Jahr. Die Emittenten mussten über 800 Tonnen Gold verkaufen, also durchaus eine beachtliche Menge. Das hat dazu geführt, dass der Goldpreis zurückgegangen ist und die eigentlichen Gründe für dieses Verhalten, die liegen aktuell in der Entwicklung der Börsen und der Märkte. Wir haben in den USA eine Entwicklung, die ganz positiv ist. Die Konjunktur zieht an, die Arbeitslosenraten, die gehen eher zurück. Das heißt, man hat hier damit gerechnet in diesem Sommer, dass die Notenbank ihre geldpolitischen Maßnahmen zurückfährt, die eben sehr viel Liquidität auf den Markt geworfen haben. Und auch in Europa haben wir eine gewisse Entspannung der Lage. Da ist zwar auch noch nicht alles Gold, was glänzt. Ich sehe hier auch noch in Zukunft weitere Probleme auf uns zukommen. Aber grundsätzlich muss man sagen, die Lage hat sich entspannt. Und somit auch das Motiv, Gold zu kaufen, ist etwas zurückgegangen. Sprechen wir auch über physisches Gold. Wie verhält es sich denn hier derzeit mit der Nachfrage? Also einmal mit der Nachfrage nach Goldbarren und Co. und zum anderen bei der Nachfrage nach Goldschmuck. Ja, die physische Nachfrage, sprich die Nachfrage nach Barren und Münzen, die ist in diesem Jahr eigentlich ganz gut gestiegen. Und zwar, wenn wir uns die Entwicklung der ersten 3 Quartale ansehen, des Zeitraumes von Januar bis Ende September, da steht ein Plus von 36% zu verbuchen. Das, muss ich allerdings sagen, war auch hauptsächlich der Entwicklung im April geschuldet. Da gab es ja diesen großen Preisrutsch, den größten Preisrutsch seit 30 Jahren, der dazu geführt hat, dass Gold schlagartig billig wurde und viele Menschen ja Schnäppchen gesehen hatten, die sie kaufen wollten. Insofern gab da die, ist die Nachfrage sehr stark gestiegen. Jetzt im dritten Quartal 2013, nachdem eben entsprechend der Goldpreis schon längere Zeit auf diesem niedrigen Niveau gewesen ist, da ist allerdings die physische Nachfrage wieder eingebrochen, -43% gegen den Vorjahresquartal. Das heißt, das war eher ein Einmaleffekt, den wir in diesem Sommer, in diesem Frühjahr gesehen haben. Ja, und was die Schmucknachfrage angeht, die zieht an und das ist positiv aus Anlegersicht. Es ist so, dass der Preis ja billiger geworden ist, wie schon gesagt, und die Schmucknachfrage ist immer so ein bisschen so ein Gegenstück zur Investmentnachfrage. Steigt die Investmentnachfrage und steigt der Preis, dann wird weniger Schmuck gekauft, weil es teuer geworden ist. Aktuell sehen wir genau das Gegenteil. Zusammengefasst, in den ersten 3 Quartalen des Jahres 2013 hatten wir einen Plus von 20% gesehen. Sie haben Indien schon angesprochen. Schauen wir hier nochmal auf die Importrestriktionen Indiens in Sachen Gold. Zeigen diese denn bereits Wirkung? Ja, Indien, ein ganz wichtiges Feld. Ich hatte es ja schon erwähnt, bislang das wichtigste Goldkäuferland der Welt. Und es ist so, dass die indische Regierung sich einem Kampf gegen den Goldkäufen der Bevölkerung verschrieben hat. Es ist so, diese Goldkäufe müssen mit Devisen bezahlt werden. Es gibt keine eigenen Goldminen im Land. Devisen sind teuer, die indische Rupie momentan schwach. Und in diesem Sinne hat man die Importsteuer auf Gold von 4% am Jahresanfang auf mittlerweile 10% erhöht. Das zeigt ein bisschen Wirkung, aber noch viel stärker haben sich andere Restriktionen erwiesen. Es gibt eine Regelung, die ist etwas kompliziert, um es ganz einfach zu machen. Für jede Tonne Gold, die ins Land importiert wird, müssen 800 Kilogramm exportiert werden.
Und das heißt, dass nur 200 Kilogramm für den Inlandsmarkt zur Verfügung stehen. Da wird sehr genau drauf geachtet. Und es ist so, dass jetzt im September, im Oktober die Goldimporte bei rund, ja, im Schnitt 15 Tonnen gelegen haben. Das heißt, sehr viel weniger als noch die 162 Tonnen, die wir im Mai gesehen hatten. Das war ein absoluter Rekord gewesen. Also ja, diese Restriktionen zeigen starke Wirkung. Und das macht sich momentan auch am Weltmarkt bemerkbar, der entsprechend ja weniger Gold nach Indien exportieren kann. Wie kommen denn die Goldförderer, die Goldminenbetreiber mit der aktuellen Situation zurecht? Ganz interessante Sache. Wir hatten jetzt im dritten Quartal nach Daten des World Gold Councils ein Plus gesehen bei der Minenförderung, sogar ein ganz erhebliches 3,7% Plus gegenüber dem Vorjahresquartal. Und in der Summe waren es doch mehr als 770 Tonnen Gold, die gefördert wurden. Das war ein absoluter Rekord. So viel wurde in der Geschichte noch nie gefördert. Und das ist ja ganz interessant, denn der Preis ist gefallen. Und man könnte natürlich denken, dass die Minen sich eher zurückhalten und vielleicht auch einige Minen zumachen, weil den niedrigen Preis, der möglicherweise die Förderkosten gar nicht mehr abdeckt. Aber es ist aktuell so, dass jeder Minenbetreiber erwartet, dass eher der Konkurrent damit beginnen soll, seine Minen zu schließen und man selber versucht, mit Sparmaßnahmen über Wasser zu bleiben, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zu fördern, damit man entsprechend die Kosten besser auf die verschiedenen Feinunzen, die man gefördert hat, verteilen kann. Insofern haben wir eine Situation, die eher natürlich nicht positiv ist für den Preis. Mehr Angebot heißt, dass entsprechende Preis auch gedrückt wird. Herr Porter, ganz kurz zum Abschluss. Jetzt haben wir ja einiges an Informationen gesammelt. Wie soll sich der Anleger jetzt verhalten? Einsteigen oder lieber Finger weg vom Gold? Um es ganz kurz zu machen, wer Rendite sucht, soll weiterhin die Finger vom Goldmarkt lassen. Ich denke, auch 2014 wird dieser Trend noch anhalten. 1200 US-Dollar ist mein Preisziel zur Jahresmitte 2014. Wer Sicherheit sucht, kann allerdings nach wie vor seine Goldschätze behalten. Ich denke, es wird noch einige Unsicherheiten auf die Märkte zukommen. Vor dem Hintergrund ist dieser Absicherungs- und Diversifikationsgedanke, der dem Gold innewohnt, nach wie vor aktuell. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Thorsten Porte, für Ihre Einschätzungen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier beim Rohstoffmonitor.